Mein Name ist Karl-Traugott Goldbach, ich bin hier Leiter des Spohr-Museums und ich halte einen Vortrag zu Beethovens Beziehung nach Kassel. Ich glaube, das Spannende an der ganzen Berufung Beethovens nach Kassel ist, obwohl er eben nicht nach Kassel gekommen ist, dass das Interesse Beethovens zeigt, dass der westfälische Königshof offensichtlich ziemlich attraktiv für ihn war, obwohl wir heute in Kassel doch sehr dazu neigen, das Ganze als etwas albernen Operettenstaat abzutun. Er hat die Stelle angenommen. Also er hat nicht nur gesagt, ich habe das Angebot und hat dann versucht zu pokern, sondern er schreibt im Januar 1809 an seinen Verleger Breitkopf und Hertel in Leipzig, er habe die Stelle bereits angenommen und wartet nur noch auf das Anstellungsdekret. Das heißt, die ganze Anstellung Beethovens in Kassel war schon sehr konkret. Ja, und er ist dann eben nicht nach Kassel gegangen, weil man sich dann in Wien überlegt hat, Mensch, das ist doch jemand, den wir eigentlich ganz gerne hier in Wien behalten würden. Und es haben sich dann drei Fürsten gefunden, die ihm eine Leibrente von 4.000 Gulden ausgesetzt haben, die er jährlich bekam, mit der einzigen Gegenleistung, er soll weiterhin komponieren und in Wien Konzerte geben und eben nicht nach Kassel gehen. Also Beethoven gehört für den ganz frühen Spohr zu Beginn seiner Karriere zu den ganz wichtigen Komponisten. Dann später lernen sich beide dann persönlich kennen, als Spohr anderthalb Jahre lang in Wien lebt. Spohr ist unter anderem Konzertmeister bei der Uraufführung von Beethovens 7. Sinfonie. Aber schon in dieser Zeit beginnt Beethoven dann Werke zu komponieren, die einfach die Spohr nicht mehr versteht. Also für mich war es einfach ganz interessant, mich an dieser Stelle mit einer Epoche der Kasseler Musikgeschichte zu beschäftigen, die ich mir bisher noch wenig näher angesehen habe und einfach auch da nochmal wieder zu erkennen, was wir alles noch nicht wissen und wo es sich einfach lohnt, sich noch mehr mit zu beschäftigen.